Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jonglier-Versand-Yo-Yo-Tutorial. Mein Name ist Samir und heute bringe ich euch bei, wie ihr den Ninja-Vanish macht. Ninja-Vanish ist einer der fortgeschrittenen Yo-Yo-Tricks, bei dem man unbedingt ein unresponsive Yo-Yo braucht und in dem Fall empfehle ich euch das Yo-Yo Factory Kim 23, was ihr auch im Shop findet. Beim Ninja-Vanish handelt es sich um einen fortgeschrittenen Yo-Yo-Trick. Ein Trick, was mir persönlich sehr gefällt und ich dachte mir, ich bringe es euch mal bei. Dann fangen wir erstmal an, und zwar wirft ihr erstmal ein Breakaway. Mit eurer Nicht-Wurf-Hand hält ihr den Jojo im Optimalfall, was ist Optimalfall, aber für den Anfang, hier so ungefähr so 1, 2, so 3 Hände entfernt, ungefähr. Und greift ihr mit dem Zeigefinger und mit dem Daumen. Oder am besten sogar mit der ganzen Hand, das wird das Ganze noch etwas vereinfachen. Was ihr jetzt übt ist, den Jojo erstmal in die Höhe zu ziehen praktisch, also wie bei einigen anderen Tricks, ne? Wenn ihr das könnt, was eigentlich recht einfach ist, versucht ihr eine Art Whip oder Slap zu machen mit der Hand, und zwar sowas hier. Also praktisch sowas hier, ihr könnt es mal ausprobieren. Ist im Prinzip dasselbe wie das hier, nur halt mit der anderen Hand. Wenn ihr das könnt, ganz wichtig ist es, dass ihr den Slack hier oder den Whip, keine Ahnung, folgt einfach das Video. Und zwar, wenn ihr den wirft, dass ihr nicht vor der Schnur wirft, sondern hinter der Schnur. Also ich zeig's nochmal von der Seite, so ein bisschen von so einem Dreiviertel. Also anstatt dass ihr ihn nach vorne wirft, wie ihr seht ja wie die Schnur ist, müsst ihr ihn wirklich reinwerfen. Also am besten wäre es, wenn ihr die Schnur einfach von eurer Wurfhand ein bisschen nach vorne geht. Und dann... Ups, okay, ist gelandet, nice. Wirft ihr dann wirklich den Slack mehr nach hinten. Also mit der Hand ein bisschen nach vor, den Slack machen und ihr merkt schon so, wie es sich so ein bisschen diesen GT bildet. Also in Green Triangle. Das übt ihr ein bisschen. Und wenn ihr es könnt und auch groß genug, müsst ihr noch den Jojo drauf landen. Nochmal. Mit der ganzen Hand halten oder halt nur mit den Finger, aber ich empfehle es euch mit der ganzen Hand. Da habt ihr auch mehr Kontrolle. Und den hier. Nochmal, zack. Und dann landet ihr den auch. Nochmal, zack. Nochmal, zack. Und immer so weiter, bis ihr es übt. Okay, angenommen, ihr habt jetzt gelernt, ihr wollt den Jojo wieder rausbekommen. Genauso wie ihr den in den GT gelandet habt, müsst ihr wieder raus springen lassen praktisch. Und zwar von vorne. Nochmal, GT. Und von vorne aus. Zack. Und dann einfach euer Bein. Ninja Vanish ist wirklich ein toller Trick, der sehr viel Vielfalt hat. Deswegen empfehle ich euch, also ein bisschen zu experimentieren und zu üben. Denn angenommen, ihr könnt den jetzt, könntet theoretisch auch einen inversen Ninja Vanish machen. Oder sogar übertriebener. Zack. Hier. Landen. Es ist alles möglich. Das ist das Coole bei dem Trick. Deswegen übt den. Der wird euch helfen in Zukunft. Alles klar. Ich hoffe, alles war verständlich und ihr habt Spaß daran gehabt. Und bei Fragen könnt ihr immer in die Kommentare schreiben und wir sehen uns das nächste Mal.